Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Glück oder Können, richtig, wenn es will. Guck mal, meinen neuen Ford Mustang GT. Wunderschönes Baby, ja, musste ich unbedingt haben. Und den Ford Bronco habe ich mir seit dem letzten Video natürlich auch noch geholt. Werde ich euch auch noch nachher zeigen. Ich habe schon eine Strecke markiert. Lange Rede, kurz Sinn. Lasst mal ein Abo da, schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke und los geht's. Ah, was für ein Monster, oder? Was für ein Monster. Den Moment freue ich bis zum letzten. Bis zum letzten was? Keine Ahnung. Okay, wie gehabt? Ihr kennt das Spiel. Kurz vorher sehen wir uns wieder. Nein, armer Ford. Alter, typisch Ami. Drehmoment, aber keine Kontrolle. Gib doch gar nicht Gas. Fahr doch nur. Bin ich jetzt eigentlich verarschen? Ist doch gut berücksichtigt. Alter. Okay, das muss an der Ecke liegen. Der hat auch Probleme hochzukommen. Faszinierend, ey. So, wir sind gleich da. Wir müssen in 400 Metern links abbiegen. Sehr faszinierend. Boah, ich war gerade in der Ecke. Ich dachte, ich komme da nicht. Also, das war hier unter einer Brücke quasi. Ne? Berg wieder auf. Ja, ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist weiter vorne. Und der hier hat ja ein mächtiges Problem. Der ist einfach drehmomentfreudig. Aber ja, du kannst damit nicht langsam anfahren. Und das war so ein kleiner Berg. Und ich kam da nicht hoch. Und dann dachte ich, es liegt an meinem Auto. Und nee, hinter mir war noch einer, der hat das gleiche Problem gehabt. Aha. Okay, das probieren wir jetzt. Wir fahren jetzt. Oh, Sacker. Ach, ich Idiot. Ich wollte ein bisschen den Sound runterdrehen, ne? Ich mach das jetzt. Wartet. Wir fahren gleich Osaka Seaport. Seaport. Der. Deutsch. Ich nicht kann Englisch und Deutsch. Osaka Seaport. Der Street Race. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich da wieder. Okay, ich bin keine, ganz ehrlich, das ist irgendein Zeitrennen, das läuft in 5 Tagen ab. Und ich hatte den und Maserati zur Auswahl. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Autos her habe, ob sie mir gestellt wurden. Für das Rennen oder so. Oder sind das meine? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Wagen noch nie gesehen. Maserati habe ich, aber den habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, der optisch, der sieht irgendwie cool aus. Schöne Farben und so. Nehmen wir einfach mal für das Rennen. Weil irgendwie sieht er lustig aus. Ah, nein, der gefällt mir optisch. So ist nicht. Also, mächtig viel Plastik. LEDs, ja. Ja, wie gesagt, viel Plastik, viel LEDs, sehr futuristisch, ist auch ein Konzeptcar. Und keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Fahr ich. Ach, das ist ein E-Auto. Oh, das ist ein E-Auto. Ich habe ein E-Auto. Nein, ich glaube, es ist nicht meiner. Ist ja geil. Irgendwie cool, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut hört. Ich fahre irgendwie gegen mich alleine oder so. 3 Runden. Ist das so eine Art Zeitrennen? Okay, jetzt muss ich, glaube ich, gleich richtig mächtig weit abbremsen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Rennen einfach gewählt. Boah, mein armer Auto. Oh, sauber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas schaffe, welche Zeit ich reißen muss. Bin aber ehrlich, geiles Auto. Gut, dass ich das gewählt habe, weil... Ah, Kurve. Das hört sich extrem geil an. Und wow. Ah, nein, nein, schon bricht er aus. Ist klar. Komm, rück dich doch. Wow. Baby, ganz ruhig. Ich wollte gerade sagen, boah, der lässt sich aber gut fangen und so. Ja, und dann bricht er jetzt hin und her aus. Ich habe auch keine Ahnung, was wir hier machen, aber hört sich geil an. Fühlt sich schneller an, als er wirklich ist. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Das ist das Problem gerade. Aber irgendwie ein nices Auto. Gefällt mir echt gut. Irgendein Konzeptcar, wenn ich es richtig gelesen habe. Oder sowas. Finde ich aber gut. Dafür, dass die Straße gerade rot angezeigt wurde, lässt er sich gut fahren. Wenn man ein bisschen Gefühl hat, lässt er sich echt gut fahren. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Aber wow. Boah, ich glaube, mit schnelleren Auto kannst du da oben hin, ne? Wir geben auf der Geraden Vollgas. Ja, ist natürlich nicht sehr schnell. Schafft gerade so 200. Das geht auch schneller. Da habe ich bestimmt was in meinem Fuhrpark, was ein bisschen schneller ist. Aber es hört sich irgendwie geil an mit dem E. Ich bin mal ruhig. Mal gucken, ob ihr es hört. Weil irgendwie hat das was, dass du so ein E hast. So, ich weiß nicht. Und scheiße, das hört sich so geil an. Ich weiß nicht, ob man das gut hört. Aber irgendwie hat das was so ein E-Auto. Ich weiß es nicht. Also vom Klang her
Es muss nicht immer der brüllende Motorsound sein. Es ist auch irgendwie faszinierend zu hören, wie das Ding sich anhört. Das hört sich total komisch an. Aber 200 kriegen wir hin auf der Geraden. Nice. 220. Nicht sehr schnell in der Endgeschwindigkeit. Eigentlich nicht normal. E-Autos sollten eigentlich untenrum schneller rauskommen. Oh, 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 oh. Mal gucken, was ich hier gleich geschafft habe nach der dritten Runde. Weil irgendwie wollte man hier mit der Handbremse arbeiten. Habe ich nicht gemacht. Geil. Wo bin ich hängen geblieben? Ja, an der Luft. Ne? Da war ein Luftwiderstand. Und ich habe den Spiegel verloren. Schade. Bis jetzt sah der Wagen, glaube ich, noch ganz gut aus. Aber hat was. Auch die Beklebung, Lackierung oder so, wie auch immer. Echt geil. Finde ich sau nice. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig. Findet ihr ihn auch wunderschön? Also, oder schön? Interessant? Anders? Ja, schon. Also, ich jetzt. Aber ich bin ja auch alt. Er bricht gerade von sich aus, ey. Ich weiß nicht, was ich hier rausholen soll zeitlich. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Wir sehen es gleich. Okay, was habe ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das war. Aber irgendwie war das, ja, Gewinner. Super real. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber ist egal. Egal, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ich wundere mich, ich habe den Wagen wirklich, das muss meiner sein. Ey, hier kriegst du so oft so viele Autos geschenkt und so. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen habe, weil ich kann ja jetzt fahren, das muss ja meiner sein. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde ihn echt schön. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Hat was, E-Auto, faszinierend, viel Plastik, aber gar nicht so scheiße aus, wie ich im ersten Moment gedacht habe. Okay, ich würde sagen, ich suche jetzt mal den nächsten Punkt für uns und dann sehen wir uns gleich wieder, kurz vorher. Ja, diesmal kurz vorher, ne? Ja, ja, passt schon, auf jeden Fall. So, okay, wir sind kurz vom Ziel. Verdammt nochmal. Ich hab mich völlig vermacht, aber egal. Ey, der Wagen ist optisch cool. Ich habe eine Menge gerammt und der ist total kratzerfrei. Ich habe wirklich eine Menge gerammt. Das Ding ist ja echt cool. Weiß Gott, wo ich das her. Du hast dein Ziel erreicht. Aber irgendwie hat er was. Gefällt mir auch. Die Farben, den würde ich nicht umlackieren. Den würde ich sogar so lassen. Vielleicht ein paar schönere Felgen drauf, meine Felgen drauf. Aber Grund sieht er cool aus. Wo hat mir ich den her? Habe keinen Plan. Huyakan. Huyakan. Griprennen. Okay. Ja, ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Ich würde sagen, los geht's, ne? Ja. Und wir bleiben mal bei unserem Wagen. Wie heißt der? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste gleich mal gucken. Wie geht das? Keinen Plan. Was mit Cupra? Kann das sein? Aber ey, die Lackierung ist toll. Oder die Beklebung, wie auch immer das denn echt gemacht wurde. Echt cool. Der steckt eine Menge weg. Ich habe ein paar Bäume gerammt. Oder eine Leitplanke, besser gesagt. Aber stark. Was für ein geiler Tag zum Rennenfahren. Es regnet wie in Strömen. Ist denn alles so Zeitrennen, ich mache, oder was, hä? Ist das jetzt schon wieder so ein Zeitrennen? Was ist das? Wie Kontrollpunkt verpasst. Was? Hä? 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 Ich bin echt so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber okay. Ja, wir machen das jetzt mal, weil irgendwie kapiere ich jetzt hier gerade gar nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, was das jetzt genau ist. Ich bin voll geistig raus gerade. Finish the stage. Ja, beende die Strecke, oder? Eigentlich das, die falsche Strecke für die Wagen. Hier bräuchte ich eigentlich einen Rallye-Car, oder? Ich raff gar nicht, warum ich eben da so rein musste. Ich habe das ein bisschen gecuttet. Ich musste da erst einen Point hoch und das kapiere ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine ganz schlechte Zeit mache. Oh mein Gott. Ey, geiler Kurs, aber für das Auto doch nicht, oder? Ja, ich weiß wie gesagt nicht, was ich hier mache. Hier bräuchte ich ein echtes Rallye-Car. Und ich weiß nicht, ob unser E-Auto-Konzept-Car ein Rallye-Car ist. Optisch, ja, könnte hinkommen. Boah, Alter. Yo. Ich weiß nicht, ob ich hier nichts berühren darf. Ich kapiere das jetzt gerade noch nicht. Also du, viel Geduld hoffe ich habt ihr jetzt gerade mit mir. Weil ich raffe nicht, was ich hier gemacht habe. Ich dachte, es ist ein normales Rundenrennen. Und dann sind wir schon wieder hier allein unterwegs und... Ja, ich sag ja, der nimmt eine Menge weg. Also jetzt hat er so ein paar Kratzer, aber...
Schon sehr stabil, das Ding. Also es ist schon, obwohl, es ist ein geiler Kurs, aber eher für ein Rallye-Car bzw. Motorrad, oder? Oder ein Quad. Weil eigentlich wirkt das alles ein bisschen schmal für Autos, aber ist okay. Ich stelle mich ja an wie der erste Fahrer, auf jeden Fall. Also wie jeder, der meint, ich bin gerade der schlechteste Fahrer in Horizon, Forza Horizon, dann schreibt es auch bitte so in die Kommentare. Ich muss euch gerade zustimmen, weil ich bin gerade geistig überfordert, was das hier ist. Zweite Rennen, was mehr so eine Art Zeitrennen ist. Wo das hier schon so eher aussieht wie so ein echtes Rennen, so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was jetzt echtes Rennen, so parkourmäßig, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Und ob ich am Anfang so viel Zeit verloren habe, ich weiß es nicht. Aber das Wetter ist natürlich echt geil für solche Fahrten, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der Wagen kein bisschen hierfür gemacht ist. Aber das wirkt schon so wie so ein richtiger Rallye-Kurs, oder? So, ne? Jetzt links, scharf rechts, jetzt halten. Aber ich bin, glaube ich, gleich im Ziel und keine Ahnung, was dann passiert. Vielleicht fahre ich auch gerade die falsche Richtung, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber die Sprünge finde ich schon geil, aber das ist so typisch Rallye. Und eigentlich habe ich dafür das völlig falsche Fahrzeug. Ja, mal gucken, was jetzt hier ist. Ich habe keinen Plan. Hä? Hä? Was soll ich machen? Hol the A-Brake in the pist to repair your car. Hä? Hier, ich raff nicht, was das jetzt soll. Ich hoffe, wir machen mal hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier regnet es euch Zelt durch. Sehr schön. Wenn es euch gefallen, lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt es Kommentar und die Glocke. Wenn ihr die Runde schon mal gefahren seid und könnt mir erklären, was ich hier machen sollte, was ich hier nicht gemacht habe oder so, dann schreibt es bitte in die Kommentare, klärt mich auf. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns heute nochmal um 19.30 Uhr wieder. Ne? Ja, heute kommen zwei Videos, kein Problem. Hey, ich bin hier mit raus und leicht geistig verwirrt. Das liegt an meinem Alter. Peace!